Hallo und herzlich willkommen. Alle Lernende erreichen Bedienungshilfen am iPad. Heute Video 9, Tastenverzögerung. Dies ist Teil der Serie Accessing Accessibility, kreiert von Laura George und ich heiße Alice Bankhofer. Was ist die Tastenverzögerung? Das kommt zu tragen, wenn eine externe Tastatur verwendet wird und wird Menschen mit motorischen Schwierigkeiten unterstützen, weil es die Eingabe verlangsamt. Ich zeige euch, wie man dorthin kommt, Einstellungen, Bedienungshilfen, Tastaturen, Tastenverzögerung. Hier nochmals live. Und man aktiviert es, indem man einfach den Regler nach rechts schiebt und mit den Sekunden mit Plus und Minus erhöht oder verringert. In einer Notiz sieht es so aus. Ich muss nämlich auf die Tasten ein bisschen länger drücken, bis sie reagieren. Auch die Leertaste braucht ein bisschen länger. Aber es ist recht bequem für Menschen, die Schwierigkeiten haben, eine schnelle Texteingabereaktion. Hier kann ich zum Beispiel auch demonstrieren, wie das aussieht, wenn ich ganz schnell auf die Taste drücke. Das geht nämlich nicht. Ich muss wirklich länger drücken. Na, das war's. Mehr erfahren Sie unter dieser Webseite und ich sage vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen.